Die Investition dient der Entwicklung von Pipeline-Technologie für den sicheren Transport von H2 und CO2. Smart Pipe Technologies gab kürzlich bekannt, dass es von Enbridge eine Investition in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar für die Entwicklung innovativer Pipeline-Technologie erhalten hat. Das Ziel der neuen Pipeline-Technologie wird es sein, die Sicherheit und Vielseitigkeit der bestehenden Infrastruktur zu verbessern. Smart Pipe Technologies ist patentiert und wurde unter Verwendung einer hochfesten Verbundstoffinnenrohrauskleidung entwickelt. Diese wird durch die bestehende Pipeline gezogen, um die strukturelle Integrität zu verbessern und eine bessere Überwachung zu ermöglichen. Die Ergänzung, Überwachung und Erkennung von Lecks erfolgt in Echtzeit dank einer integrierten Glasfaserleitung. Die nichtmetallische Konstruktion dieser Technologie trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit bei, wobei die technischen Sicherheitsfaktoren das Doppelte der neuesten Standard-Stahlrohrleitungen erreichen. Neben der Verbesserung der Sicherheit eignet sich die Technologie auch zur Verteilung von H2 und Kohlendioxid. Diese beiden Funktionen werden bei der Energiewende hin zur Dekarbonisierung essentiell sein. Die Technologie von Smart Pipe Technologies kann zur Nachrüstung bestehender und alternder Stahlrohrleitungen verwendet werden. Aufgrund des grabenlosen Einbauverfahrens der Technologie wird eine der wichtigen Anwendungen dieser Technologie die Aufrüstung von bereits in Betrieb befindlichen veralteten Stahlrohrleitungen sein. Dies gilt insbesondere an Orten, an denen sie schwer zugänglich sind und an denen Ausgrabungen Gemeinden oder einige Landbesitzer stören würden. Enbridge war ein starker Partner bei der Entwicklung dieser Technologie, sagte Gary Littlestar, CEO von Smart Pipe Technologies. Öffentliche Sicherheit und Umweltsicherheit waren von Anfang an unsere Grundlage, und diese Kernwerte stimmen perfekt mit unserem Partner Enbridge überein. Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, Pipeline-Unternehmen bei ihrem Übergang zum Transport nachhaltigerer Energieformen zu unterstützen und gleichzeitig die bereits vorhandene Pipeline-Infrastruktur zu nutzen. Dies ist eine sehr aufregende Technologie, die die Sicherheit bestehender Pipelines verbessern und den Transport von kohlenstoffarmen Energiequellen wie Wasserstoff unterstützen kann, was zeigt, wie unsere Anlagen eine Brücke zu einer saubereren Energie der Zukunft bilden können, sagte der Vice President of Strategy und Enbridge Strategie. Marktinnovation Caitlin Tessin. Enbridge ist immer daran interessiert, in Technologien zu investieren, die auf seiner Sicherheitsführerschaft aufbauen und die Nachhaltigkeit seines bestehenden Pipeline-Systems verbessern. Diese Investition ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir das tun. Vielen Dank, dass Sie Hydrogen Fuel News folgen. Abonnieren Sie unser kostenloses E-Book und klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.